Bäume durcharbeiten. Ja, gut. Ja, nicht so schlimm. Baut man halt am Anfang erstmal kein Forsthaus. Na. Okay. Kann ich die Spieler-Dinge löschen? Ich manuell machen. Punkt löschen. Punkt löschen. Spielpunkt löschen. Löschen. So. Dann okay. So. Werde ich hier nochmal eben validieren und dann löscht er manchmal nochmal so ein paar Wische und sowas, die irgendwie fehlerhaft sind. Okay. Karte validieren. Ah ne, ne, gar nichts. Okay, keine Fehler. Das sieht gut aus. Okay. So. Also wir haben am Anfang zwei recht kleine Steinvorkommen, aber wenn man sich ein bisschen ausbreitet, dann kommen ja immer wieder welche, die aber auch alle nicht so groß sind. Also, naja, werden das schon hinkriegen, glaube ich. Zur Not haben wir ja auch noch Bergwerke. Ja, richtig. Ja. Das könnte natürlich vielleicht teilweise ein bisschen größer sein. Na, also die hier sind schon nicht schlecht. Auch so recht dicht beieinander. Da kann man schon recht gut, wenn man hier sich ausgebreitet hat, dann kann man hier schon recht gut Steine sammeln. Auch hier dann, also hier, an dieser Stelle sind ziemlich viele. Nur halt, hier sind auch noch ein paar. Nur halt oben, da wo wir quasi starten, sind die ein bisschen nur sporadisch gesetzt. Ah, ich glaube, das kriegen wir schon besser. Ja. Also wir müssen uns nur ein bisschen ausbreiten. Dann kriegen wir es hin. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es nichts ist. Man kriegt da schon einiges raus. Okay. Nur der Steinbruch Ja. hält dann halt nicht so lange, ne? Das ist halt alles. Ja, das ist halt Sache. Ja, gut, das ist ja auch kein Problem. Ja. Gut, ich kann da noch mal ein paar hinsetzen. Zur Not. Ich kann ja noch mal ein paar Steine hinsetzen, dann ist das, glaube ich, gut. Oder? Was hältst du davon? Ja, nicht gut. Dann stelle ich hier noch mal ein paar Steine hin. Objekte bitte. Und wenn man aus dem Wald raus ist, hat man auch noch mal ein paar. Jetzt muss ich wieder spiegeln. Gut, also wir machen uns das aber auch einfach, ne? Also, naja, Ja, das ist
Schon gut. Ja. So, speichern. Nochmal validieren. Alles gut. Und warte, wir können noch mal ganz kurz in die Statistik reingucken. 1600 Kohle, 700 Eisen und 300 Gold. Ja, also Eisen 730, das sind mal 2 sind das 1460. Weil man braucht ja doppelt so viel Kohle wie Eisen, ne? So, ja. Naja, ein bisschen weniger, kommt natürlich drauf an, ob man jetzt einen Schmied oder einen Schlosser macht. Und dann nochmal die Menge von Gold auch auf Kohle drauf. Ja, also, ja gut, wir haben ein bisschen mehr Kohle dann quasi. Aber nicht wirklich viel mehr. Also, wenn man jetzt einfach mal Eisen mal 2 plus Gold rechnet, haben wir weniger Kohle. Aber wenn man halt, das ist aber nicht schlimm, wir haben trotzdem genug. So. Ja, auf jeden Fall, so wie das aussieht. Ja, relativ wenig Gold, aber so wie die Adern aussehen, ist das genug, glaube ich. Also, ja. Ziemlich viel Stein. Ich glaube, es gibt nicht viele Maps, die so viel Stein haben als Bergwerk. Ach so, ja. Ja, das ist gut. Statistik. So, muss man nicht hier noch irgendwas? Wollen die nicht noch exportieren oder so? Oder geht das einfach so jetzt? Ich glaube, das geht einfach. Das weiß ich natürlich auch nicht. Das hier eigentlich. Objekte ersetzt. Nein, Wassertyp. Kartengröße. Kartenspiegel. Umgebung. Achso, das sind Farben. Das sind Farben. Okay, dann beende ich jetzt einfach mal. Okay. So, jetzt müsste die Map eigentlich in Siedler 2 drin sein. Ich guck erstmal ganz kurz und dann schicke ich sie dir. Alles klar. Das Spiel startet sich ja echt extrem schnell. Ich guck mal, mehr Spieler, Spieler stellen. Was sind alles? Ups, FYJ. Ja, sieht gut aus. Ich das per Skype schicken? Ja, ist wohl am einfachsten, ne? Gut. Oder hier in Datapload. Schickst du mal per Skype. Das geht einmal. Ja, FYJ. Das sind fast 2 MB. Oh, da ist auch eine BMP-Datei zwischen. Gibt auch. Okay. Also der schickt dir das jetzt als Bild, sodass es angezeigt wird. Das musst du dann... Musst du ja eh beide Dateien dann erstmal dann noch... in die richtigen Dings... schieben. Ja, wo musst du denn das hin? Also bei mir ist es...
Hier. Okay. Also quasi eigene Dokumente ist es. Jupp. Dann mal. Ja, S2 Maps habe ich. Ist der leer? Der Ordner bei dir? Ja. Hoch. Sehr gut. So, Downloads. Wo ist noch? Um. Ja, ist nochmal oben. Okay. Okay. Dann restarte ich den Stream mal eben. Ja, warte mal, ich bin noch gerade am Überlegen. So langsam kriege ich Hunger. Ja, zumindest mal. Erstmal.